So, liebe Leute, Rennen Nummer 9 in Österreich sind wir zu Gast in Spielberg auf dem Red Bull Ring. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019. Ja, die letzten paar Rennen in F1 2019, dann geht's weiter mit F1 2020 irgendwann. Ich denke, am 7.7. kriege ich's und ich versuche es so schnell wie möglich die Woche danach hochzuladen, dann die ersten Parts. Also wie gesagt, es sind nicht mehr viele Rennen. Ich denke, jetzt sind es noch 3 Parts, 3 Rennen, 4 Rennen vielleicht noch mit dem hier. Und dann sind wir durch. Wir werden also die Saison nicht zu Ende fahren. Und dann in F1 2020 dann in die neue Saison starten. So, okay. Teamwechsel. Chiaro zu McLaren und Sainz zu Alpha, okay. Ja gut, das ist ein regulärer Wechsel, also zumindest der Ricciardo wechselt zu McLaren, der wechselt ja in der Saison 2021 dann zu McLaren. Das heißt, es geht ja zu Ferrari für Vettel. Was mit dem ist, weiß man immer noch nicht so wirklich. Also zumindest geht es halt sich zu Alpha, also quasi ein Fahrertausch. Gut, da bin ich gespannt, ob es auch tatsächlich dann in F1 2020 geben wird. Wäre cool, würde ich feiern. Ich freue mich auf jeden Fall, es gibt eine neue Option dann, Teamgründung. Und man kann ja dann sich quasi umarbeiten. Aber das werden wir auf jeden Fall auch machen. Eigentlich wollte ich mit Alpha Tauri beginnen, aber wir schauen mal, was wir da machen. Na gut, gehen wir rein. Auf jeden Fall erstmal in die Gegenwart, nicht in die Zukunft, sondern zu F1 2019. Ich würde vorher sagen, Qualifying-Rennen ist trocken, auf jeden Fall sehr gut. Und die Gewichtsumverteilung der Hydraulik ist gescheitert. Ach, das ist natürlich blöd. Aber das kann man ja wieder ändern. Aha. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Gut, dann bauen wir das ganze Ding nochmal um. Schade, dass es nicht ganz geklappt hat. Und wir gehen rein. 37 WM-Punkte sollen wir holen in 2 Rennen. Okay. Los geht's mit dem ersten freien Training an diesem Freitagnachmittag. Hier in Spielberg beginnt gleich das erste Training und somit der Grand Prix von Österreich. Good. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Österreich. Ich guck mal, wie das Wetter mal im Training wird. Training 1 trocken, 2 trocken, 3 trocken. Gut, kommt das trockenes Rennwochenende. Also gehen wir rein ins erste freie Training hier in Österreich. Wir wollen ja den nächsten Sieg holen. Nachdem wir ja Kanada und Frankreich gewonnen haben, wollen wir natürlich jetzt auch den nächsten Sieg holen. Schauen wir mal. Mit einer der kürzesten von der Rennen zum kürzesten oder von den Zeiten der kurzen Strecken. Das ist ja. Wir fahren die Zeiten so etwas über eine Minute. Dementsprechend halt deutlich mehr Verkehr. Also wir sind deutlich mehr Fahrerei. Auch in den Trainings, also nicht nur 3 Runden, sondern 5 Runden fahren pro Training. So. Die erste Bestzeit haben wir.
haben uns gegen Sainz durchgesetzt. Und haben sie mal jetzt 8-0. Auf Gelb. Könnten ein 7er Zeit werden. Bei 6 wird es wahrscheinlich nicht reichen. War gerade eine schnellste Runde nach der anderen und er sagt mir gerade, wir sind in den Top 10. Ein Albon vor uns, der auch natürlich jetzt klar die Zeit wegnimmt. Deswegen wird das auch keine neue Runde werden, keine neue Zweitrunde. Da kann man doch rüber. So. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within 2 laps. Na gut, ich habe jetzt relativ kurz, das heißt, der Spritverbrauch ist nicht so hoch. Gut, dann sind wir durch mit dem ersten freien Training.
Klar, die schnellsten Zeiten. 1 und 4 mittlerweile. Jetzt 5. Die Session ist abgeschlossen, also 5. sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal. Richter, Hamilton und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So. Gut, dann gehen wir rein. Training 2. So, Training 2. Gut, weiter geht's. T2. Juti, Juti. Wir fahren wieder Medium. Auf. Könnte man theoretisch, weil wir eh wieder relativ gut dabei sind, wahrscheinlich wieder auf Gelb starten. Klar wollen wir hier natürlich wieder gewinnen. Wie gesagt, sind eh nur noch 3-4 Rennen. Und dann ist quasi unsere Saison in der FA 2019. Dann, wie gesagt, am 7.7. des FA 2020 kommt. Ich hab's mir vorgestellt. Ich war jetzt am GameStop, hab mir das jetzt vorgestellt vor kurzem. Also, ich krieg's am 7.7. dabei. Und wir setzen 1-7-0. Auf Gelb. Und die Zeit ist so eine halbe Sekunde schlechter als die, weshalb die beim ersten Training gesetzt haben. Und Doppelführung für Renault. Vettel auf 2. Ah, die war nicht gut, die war schlecht. Was wird eine Zeitversion geben? Ja, 1,68.
Das verholt das Vettel dann. So, die letzten Kurven. So, kriegen wir den Windschutz vielleicht mitgenommen? Wir haben Ricciardo, 2 Vettel auf 3 nur. So, letzte Runde. Letzte Runde, letzte Runde hin. Letzte Runde, ja. War schon richtig so. Dann sind wir auch mit dem Training 2 schon durch. So far our fastest lap is a 1 minute 6.8. So. Gut. Das ist tatsächlich kaum noch ein Fahrer unterwegs bei seinem eigentlichen Team, wo Raikkonen ist zurückgewechselt. Perez ist, glaube ich, noch der Einzige. Und Vassil, glaube ich. Ja, alle anderen haben alle um hier. Oder Albon, da jetzt Albon. Alle Fahrzeuge, die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die 3 Bestplatzierten. Richter, Bottas und Sergio Perez. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann... Viertel oder 18 Uhr? Okay, der kam jetzt gar nicht klar mit der Strecke. Aber wie gesagt, ja, wie gesagt, nicht viele Fahrer sind unterwegs. Noch Leclerc auch noch. Der jetzt bei Ferrari, der nur noch bei Ferrari fährt. Also es sind nicht viele Fahrer mehr. 4 Fahrer noch, die bei den eigentlichen Teams, wo sie gestartet sind, geblieben sind.
Naja. Gut, Training 3. So, gut, weiß brauchen wir nicht fahren, weil die bringt uns tatsächlich nichts. Weil wir die auch nicht nutzen werden im Rennen. So. Und das Ganze jetzt auf Rot. Mal gucken, was die Zeit jetzt ist. 1,65 war eben möglich auf Gelb. Ich versuche gerade, ob ich noch mal ein bisschen was nachlegen kann. Vor uns ist auf jeden Fall ein Haas. Geht der Spieler richtig bereit? Klar, die Strecke ist nicht lang, ne? X3 und das auf Anni. Hülkenberg vor uns, das ist dürfte wahrscheinlich, ja, auf Medium. Okay, dann ist der Haas nicht wirklich gut, wenn er in 10er Zeit. Die Schack kann ja normalerweise locker fahren. So. Keine besser geben, klar, weil wir da das Auto da hatten. Keine neue Bestzeit. Krise gerade nicht gedrückt. Ja, wir haben eh neuen Motor schon drin.
Es wird auch wahrscheinlich eh nicht der letzte bleiben. Ja, kriegst gerade nicht nochmal eine neue schnellste Runde, die Runde zu drücken auf 1,5 Seiten. Will er nicht. Mag er nicht. Kann er nicht. Albon. Eine schnellste Zeit. Klar, das wird wieder eine kleine schnellste Runde werden, weil da genau das Auto davor ist. Wieder einmal Alex Albon. Ja, ja, ich weiß. Ich sehe die letzte Runde. Zumindest für heute. Morgen geht es ja noch weiter und am Freitag gibt es auch noch mal gute 20 Runden hier. Keine Option momentan, die schnellste Runde zu fahren, vor allem mit den abgefahrenen Reifen. Nicht. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Vettel und Lewis Hamilton. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So. Doppelführung. Also zweimal Renault vorne. Darf am Sonntag genauso ausgehen. Aber da ist also noch ein Samstag. Da ist noch ein Samstag dazwischen. Sie darüber. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Ja. Im Training waren Sie richtig schnell. Werden wir im Qualifying ähnliche Zeiten? Genau. Klasse, das war dann alles. So. Weiter Vorsage hat sich nicht groß geändert und dann würde ich sagen, wir machen trotzdem Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's ins Qualifying.